Mein Name ist Viktoria Morgenstern, ich bin bildende Künstlerin und komme aus Wien. Die Ausgangsbasis ist immer ein Gefühl für etwas. Und ich versuche dieses Gefühl, das ich einer Sache gegenüber habe oder empfinde, in eine Dreidimensionalität umzusetzen. Und ich sage, okay, wie fühlt sich das an? Ist das rund? Ist das geschwungen? Ist das eckig? Ist das schnell? Und dann fange ich mal intuitiv mit dem Stahl an, eine Linie zu zeichnen. Also ich sage auch immer, meine Skulpturen, ich verstehe das eigentlich als Zeichnung im Raum. Ja, ich glaube, wenn ich nicht Künstlerin geworden wäre, dann wäre ich tatsächlich Wissenschaftlerin geworden und ich bin ein geheimer Geek. Und ich lese alles, was ich in die Finger kriege, von Neurowissenschaften über Medizin, über Naturwissenschaften. Und der Link ergibt sich eigentlich relativ natürlich, weil wenn wir darüber sprechen, okay, was ist Beziehung, was ist Gesellschaft, wie entstehen diese Dynamiken und wie kann Gesellschaft neu gedacht werden, wie kommen Menschen zusammen, dann ist man ganz schnell auf einer psychologischen Ebene und dann auf einer naturwissenschaftlichen Ebene, auf einer geschichtlichen Ebene. Das heißt, die Wissenschaft und die Kunst, das verschränkt sich dann eigentlich ineinander. Und ich glaube, man kann gar nicht wirklich anders, außer sich in seiner Arbeit weiterzuentwickeln über die Zeit. Wenn man das nicht tut, also Stillstand ist eigentlich eh gleich der Tod, mehr oder weniger. Ich persönlich für mich oder auch in meiner Arbeit versuche halt mit den Ressourcen, die ich verwende, die ich habe, so gut ich kann, ökonomisch umzugehen. Ne? Und das ist zum Beispiel ganz einfach bei der Produktion, so wenig Abfall wie möglich gibt, dass das, was da wird, wirklich genutzt wird. Weil es muss einem bewusst sein, das sind Ressourcen, die sind endlich. Und ja, auch wo man kann, zu versuchen, vielleicht auch am Ball der Zeit zu bleiben. Punkto Technologie, was ist möglich? Und dafür offen zu sein. Und ob das jetzt das E-Bike ist statt dem Moped oder halt das E-Auto. Ist definitiv elektrisch. Ja. Und ich glaube, Beispiel Oslo, Norwegen, 75% E-Autos, wenn man die Hybride mit dazu zählt. Diese Stadt, so lebendig sie ist ruhig und sie riecht gut. Und die Luft ist fantastisch. Es ist möglich. Und ich glaube, dass da auch gar kein Weg dran vorbeiführt.